Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal habe ich ja hier die 50 Reinforced Iron Plates hinzugefügt. Dafür werden wir eine ganze Menge brauchen, deswegen halte ich mich ran. Und ich werde grandioserweise euch noch etwas sagen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Parts etwas aufbauen und umbauen müssen nochmal wieder. Aber grandioserweise halt dafür, dass ich halt das dann auch alles am Ende habe. So, jetzt mache ich hier die Stangen. Lange bis eine 800 steht unten. 600 meine ich. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr gemacht, aber ist auch nicht so schlimm. Darauf kommt es am Ende auch nicht drauf an, ne? Gut, dass wir 600 Schrauben haben, interessiert ihn aber gerade nicht. Weil wir sie ja noch nicht gecraftet haben. So. Ich glaube, dann wird es langsam Zeit, dass ich mal eine zweite Ebene baue. Nämlich die Fabrikationsebene bald. Das heißt, ich muss die zwei Container oben draufsetzen. Die Weiterleitung nach oben. Und die Plattformen dann dementsprechend. Und dann passt das auch alles. Grandios, grandios. Ganz groß. Gut, es tut mir übrigens auch leid, dass man die meiste Zeit in dem Part nichts anderes sieht als das hier, was ich mache. Also das Craften. Das habe ich mir auch echt ein bisschen anders überlegt. Aber gut, ich wollte ja halt am Anfang erstmal, da ich grandioserweise das große Ganze erstmal hinter mir habe und dann später alles nur noch auf Automatik basiert. Okay, gleich haben wir es geschafft. So, die Reststangen kann ich mal wieder hier reinpacken. Ein bisschen Konkret kann ich reinpacken und ab dafür. So, dann der Split. Hoffentlich ziehe ich mir keinen Splitter. Oh Gott, sorry. Der weicht, den hätte ich mir sparen können. Ich brauche noch mal ein paar Rods. Ein paar tausend gefühlt. Aber gut.
Okay, machen wir mal erstmal für den Anfang ein paar kleine. Weil ich muss ja nur ein bisschen gerade aufbauen. Gut, und das wird jetzt eigentlich passend, theoretisch gesehen. Wir gucken mal ganz kurz nach. Genau, jetzt splittet er es ja hier drauf auf. Genau. Das zieht er dann hier rein. Genau, Eisen. Genau, dann ist halt Kupfer, Kupfer. Warum zweimal Kupfer? Genau, weil ich einmal Kupfer ganz normal lagere und einmal Kupfer für die anderen Sachen. Oben wird dann nochmal gesplittet und sowas und dann kommen die richtigen Fabrikationsketten über mir. Jetzt seht ihr hier gerade. Ist ja schön. Supi, dann kann ich jetzt mal eben ganz kurz nochmal hier nachfüllen und hier nachfüllen und sehe, dass ich bald wieder sägen gehen darf. Ah, Mann ey. Was sagt eigentlich die Uhrzeit gerade? Was muss ich auch im Blick behalten? Ja, moin. Ist schon wieder 20 Uhr etwas. Hätte ich mir fast schon denken können. Ja, was mache ich jetzt als nächstes? Ich glaube, ganz schlau bin ich jetzt, wenn ich das Kupfer mir als nächstes ranhole. Aber muss ja die Platten auch haben. Was macht denn hier die Container? Hier, Organization. Dafür brauchen wir noch Stangen. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen im Inventar. Kann also noch ein bisschen mehr machen. Und jetzt kriege ich auch noch einen Anruf. Von daher, ich bin gleich wieder da. Okay, da ruft mich mein netter Bruder an, nur um mich zu informieren, dass Cobra 11 läuft, das weiß ich ja. Aber ich muss ja hier den Part noch fertig schustern, ne? Gut. Dann würde ich sagen, was soll ich machen? Genau, die Stangen. Und die Platten. Ja gut, das wird sich noch eine Zeit lang hinziehen. Aber das Concrete wird langsam mehr.
So. Gleich geht's hier los, gleich geht's hier los. Oh. Ha! Ja, gleich geht's hier los, am Eimer, ey. Wie viel Kabel brauche ich denn dafür? Hier. Ja gut. Ohne Strom nichts los, ne? Wie man so schön sagen würde. Gut, bin ich aber auch ein Stück weit selber schuld. So, und los geht es. Die zweite Eisenproduktion. Gut. Da rückt es an. Klar hätte ich auch ein bisschen gerader machen können, weil ja schon durch die eine Versetzung ein bisschen Verzug ist, aber die kleine Kurve. Nein, danke, das muss nicht sein. Logistik. So, jetzt zieht das Eisen auch schon mal nach oben. Kann ja hier auch noch mal machen. Conveyor. Nach hier hin. Ja, ich kann loserweise so gut gebrauchen. Kann ich hier irgendwie. Darüber habe ich jetzt nicht so ganz nachgedacht, ne? Na super. Ja, was übrigens Wände anbetrifft, da warte ich ja immer noch auf die speziellen Wände, bevor ich da irgendwas einbaue. Aber eins steht fest, daher ich sowieso die Wand hier vorne ja, haben muss. Kann ich eigentlich hier vorne schon mal die Wand reinziehen? Weil da kommt erst die Plattform wiederum. Genau. Das stimmt auch überein, hoffe ich, ne? Genau. So, und das zieht sich ja dann so ein bisschen durch. Das funktioniert auch, Frage. Ja. Sieht zwar nicht so ganz sauber aus, wie es soll. Aber hey. Was soll's, ne? So. Jetzt nur eine Frage, die ich mir stelle. Okay, ich kann es einfach durch den Boden leiten, theoretisch gesehen. Mache ich das? Nein, ich werde wahrscheinlich auch da mir kann ich sowas was einfallen lassen. Wie gesagt, eventuell wird hier dann auch wieder mit Löchern gearbeitet in den Wänden. Aber gut. Das sieht super aus. Gut, für den Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man mal überlegt, ne? Gut, was wollte ich jetzt? Ach nee, ich muss das ja jetzt eigentlich weiterbauen. Ah. Komme ich eigentlich.
von der Seite auch hoch. Ja, sogar viel einfacher, weil hier da direkt durchgeht. Okay. Gut, gut. Also. Ich würde sagen, so. Hier sollte erstmal reichen an Fläche. Muss natürlich logischerweise erstmal auch noch. Ordentlich was wegnehmen hier. Wie schaut's hier aus? Da kann ich auch noch mal einen wegnehmen. Gut, und dann Concrete auch, weil ich ja noch für die Fläche und so weiter brauche. Hallo, danke. Super. Das läuft prima, Leute. Wie schaut es inzwischen aus? Ah, hier haben wir wieder das Problem mit dem Overstock, ne? Also dass übertrieben viel drin ist. Was halt einen Rücklauf ja, erzeugt. Gut, aber bis jetzt funktioniert das alles recht gut. Gut, dann machen wir uns mal dran. Erstmal ordentlich Platten. Und da muss ich mal gucken, ich brauche ja. Ja, ich brauche Stangen, ich brauche Platten, ich brauche die Reinforced Platten, die Schrauben, die Copper Sheet und Modular Frames. Das sind alles die nächsten Fabrikationen, die ich alle einplanen muss. Also, ja. Ich glaube, hier unten werde ich hauptsächlich wirklich die rohen Rohstoffe alle ansammeln und in gröbere Rohstoffe verwandeln, je nachdem, was es halt ist. Weil Concrete, also Limestone, brauche ich so als rohes Rohstoff nicht. Genauso auch Eisen brauche ich als rohes Rohstoff nicht. Die werden alle in den Containern dann eingespeist. Und von dort aus werden die dann oben in der zweiten Stufe dann in die nächstbeste Sache verarbeitet. Das heißt, bei Concrete werde ich das auch nochmal so machen, da ich noch einen zweiten Fabrikator dahin stelle. Noch mehr Limestone dadurch organisiere. In Anführungszeichen. Bitte, ich muss mehr Limestone organisieren. Die Laufbänder müssen überlaufen, wortwörtlich. Wird lustig. So. Kurz mal ein paar Rods, die werde ich so oder so auch noch benötigen. So, und wenn ich hiermit durch bin, gerade mal mit dem Part Mining Pots and Break, schau mir kurz die erste neue Folge von Cobra 11 an, deswegen hat mir mein Bruder ja gerade telefonisch Bescheid gegeben. Und ja, ich weiß es zwar, aber dann werde ich gucken. Okay. Das hat ja sehr gut gepasst gerade. Und wir können sogar die 50 eigentlich craften, die wir brauchen. Brauche aber auch noch 300 Platten für. Ja, komm, dann hole ich mir noch mal für die 300 die dementsprechenden 900 Eisen und crafte die auch noch durch. Und ja, wie gesagt, zweimal Kupfer hier, zweimal Limestone. Aber das wird noch richtig lustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So. Hier noch ein bisschen nebenbei mitnehmen. Quatsch. Jetzt habe ich 600. Na egal. Ich brauche nur 300. Das heißt, ich werde dann den Rest in Stangen verwandeln müssen. Oder sollte ich ja sowieso machen. Das Schöne ist, wenn ich da drüben 600 sehe bei der Anzeige für die Eilenplatten, dann kann ich auf die Stange klicken hier. Ach ja, weil 3 zu 2, genau. So war das. Naja. Seit 600 ist schon gereicht. Gut, gut. Aber hey, immerhin, ne? Wir kommen voran. Kann keiner was sagen. Ein paar mehr, weil ich ja noch Stangen brauche für allerlei. Und jetzt noch ein paar Platten. Wenn die Platten unter 50 hier sind, also dann kann ich noch mal ein paar Stangen machen und dann kann ich noch mal weiter gucken. Oder sagen wir mal die jetzt wieder rüber. So ein bisschen Abwechslung, damit es halt eine relativ gleiche Menge von beidem verfügbar ist. Okay, das kommt ganz gut eigentlich, wie ich das crafte gerade. Jetzt noch die 50 Reinforced Iron Plates und dann, boah, ist das Ganze, weiß ich auch schon wieder durch, den Kram. Und auch der Part ist so gut wie durch.
Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das durch ist. Aber da merkt ihr auch, warum ich den ganzen Ankram auf jeden Fall fabrikativ lösen möchte. Weil das wird so und auch nicht anders ja, von der Möglichkeit am besten sein. Grandios. Milestone reached. Yeah, Space Elevator Phase 1. Belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. Können wir eigentlich hier noch irgendwas machen gerade aktuell? Ich muss noch mal kurz gucken, weil bin mir gar nicht sicher. Das könnte ich theoretisch machen. Praktisch natürlich nicht. Ja. Aber wir können im Moment nur nach den paar Sachen suchen. Ja, lass ich einfach mal kurz durchlaufen. Eieiei, wir haben ganz schön viele Eisenquellen. Können wir alle nachher uns zu Gemüte führen auch. Das ist das Schöne. Aber gut. Okay. So, das Gute ist ja, wir sind wieder da. Also wir können den Kram hier alles reinräumen, den wir gerade nicht brauchen. Alles weitere wird verarbeitet. Und das recht schnell. Gut, aber wie gesagt, ich mache jetzt gleich eine kleine Pause. Werde mir noch ein bisschen was für die Säge gleich zusammenschustern an Ressource, damit ich noch weiter sägen kann. In Zukunft. Auch wenn die Säge echt nicht viel davon frisst, aber ja. Ein wenig muss ich mir da doch mal nochmal machen. Das reicht schon. Ich dachte wahrscheinlich jetzt, ich muss da Unmenschen viel machen. Das und das noch rekrutieren. Und dann geht's weiter. Grandioserweise. Sodele. Ja gut. Dann ist das nächste Projekt, was wir machen, ja. Die Fabrikationsstätte oben drüber bauen.
Und natürlich vorher den Kupferweg hier hinsetzen. Das wird uns Zeit kosten. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.